Hallo liebe Zocker und Zockerinnen, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei Let's Play Shantae Risky's Revenge. Wir sind hier immer noch in der Wüstenwüste und auch schon wieder ein kleiner Blob. Da waren sie wirklich kreativ beim Gegnerdesign. Ich meine, Blobs sind, das hat es noch nie gegeben in einem Videospiel. Das ist noch nie da gewesen. Und so kreativ, Mann. Vielleicht sind die sogar so kreativ und haben noch rote Blobs eingebaut. Das wäre ja der Wahnsinn. Also da müsste ich echt mal für einen Moment die Luft anhalten, wenn das der Fall ist. Und ich glaube, diesen Sprung kann man als Chantal nicht schaffen. Oder doch, kann man. Dann habe ich ihn zum ersten Mal geschafft, den Sprung, weil ich habe immer den Affen genommen, um darüber zu kommen. Jetzt lasst mich doch mal alle in Ruhe. Ja, hier sind ziemlich viele Gegner. Wobei dieser Ort hier eigentlich noch gar nicht so wirklich wichtig ist für unser momentanes Vorhaben. Aber hier ist ein Teleportpunkt und den möchte ich gerne aktivieren. Oh, Moment, das wird auf keinen Fall zurückgelassen. Es ist zwar nur ein Rubin wert, aber ich springe auch genau in den Fall rein. Ducken, mit dem Po wackeln und mit dem Haar angreifen. Genau so wird's gemacht, liebes Mädel. Jetzt brauche ich aber eindeutig den Affen, weil sonst ist da kein Hochkommen möglich. Ach, ich freue mich schon auf die anderen Transformationen, einfach weil ich kein Affen-Fan bin, wie ich schon so oft gesagt habe. Und ich würde mal sagen, die Gegner ignorieren wir einfach mal, gehen weiter unseres Weges, gucken, was hier ist, nur ein weiterer Gegner. Und jetzt müsste eigentlich hier eine Beam-Statue kommen, ja. Ich bin echt ein Blitzmerker, ich weiß, aber was soll's. Ich meine, da oben war nichts. Wenn da so eine Wand ist, ist da eigentlich nichts mehr. Okay, da ist nichts, aber das Ding müssen wir eben aktivieren. Das ist nämlich der einzige Warp-Punkt in der ganzen Wüste. Finde ich ein bisschen schade, sie hätten ruhig noch einen mehr einbauen können. So kurz vorm Kampfturm. Aber es sollte eben nicht sein. Wäre zu bequem gewesen wahrscheinlich oder keine Ahnung was. Und ja, letztes Mal haben wir, ouch, den Ammo-Baron getroffen und er hat uns den Pass gegeben, mit dem wir den Kampfturm betreten können. Und auf dem Weg machen wir uns jetzt mal. Mann, den Typ zu sprechen, das hat echt meiner Stimme wehgetan. Ich habe mal wieder den Ammo-Baron so mit äußerst männlicher Stimme vorgelesen und da kriege ich so ein Kratzen im Hals und ich lasse mich von Vampiren vergewaltigen. Ach, das ist doch schön. Wahrscheinlich haben diese Biester auch einen korrekten Namen, aber ich kenne ihn leider nicht. Vielleicht muss ich mich mal auf Wikipedia oder so schlau machen, vielleicht steht das ja da. Und, ach, warum greife ich den nicht mehr an? Meine Güte. Oh, 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 das war äußerst knapp. Ich habe nur noch ein Herz. Ich sollte wahrscheinlich mal einen Energiedrink trinken. Blub, blub, weg war's. Und schon bin ich wieder topfit. So, aktivieren wir doch mal unseren super Pikenball. Ich meine, wofür haben wir ihn sonst gekauft? Naja, ich muss aber auch ein bisschen sparsam damit umgehen, weil, wie gesagt, ich habe nicht unendlich Magie. Und ich brauche dieses Item unbedingt für den Kampfturm. Und, ach, Krabi, Krabi, Mann! Siehst du nicht, dass du störst? Ich versuche hier das Land zu retten, in dem du lebst. Aber das ist dir anscheinend wurscht. Auch wenn der explodiert, das vibriert so schön am Controller. Oh Mann, so ein schönes Kribbeln in der Hand. Oh Mann, lässt sich gar nicht in Worte fassen. So, und da ist der alte Mann. Das heißt, wir sind dem Kampfturm ganz nah. Deswegen möchte ich auch auf jeden Fall erstmal abspeichern. Und ein paar Schritte noch und dann müssten wir da sein. Genau, der Kampfturm. Hollerö, hollerö. Oh, ist das hier etwa ein Dungeon? Na, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Sprechen wir erstmal mit diesem netten Kollegen. Ich heiße Barracuda Joe und das hier ist der Kampfturm. Hast du einen Pass? Ja, habe ich vom lieben Ammo-Baron geschenkt bekommen. Kampfturms sind einfach. Was? Kampfturms sind einfach. Oh, Übersetzer, was macht ihr? Kampfturms sind einfach. Ja, ich glaube, das hier wird meine Videobeschreibung für diese Episode. Kampfturms sind einfach. Die Eintrittsgebühr beträgt 20 Juwelen. Juwelen sind es also. Ich nenne es immer Rubine, aber ist mir wurscht. Ist im Prinzip das Gleiche. Die Uhr beginnt runterzuzählen, wenn du durch diese Tür gehst. Schlage die Uhr und du gewinnst. Viele sterben bei dem Versuch, also hast du hoffentlich gespeichert. Ja, lieber Onkel, hab ich. Bist du wirklich bereit? Ja, bereiter könnte ich gar nicht sein.
Okay, du bist ready to go. Mach sie fertig. Und ja, wir haben hier ein Zeitlimit, können aber unterwegs ein bisschen Zeit aufsammeln. Und der Pikenball macht die Kämpfe hier um einiges leichter, glaubt mir. Als ich das erste Mal hier war, mir ist die Zeit ausgegangen und musste den Dungeon nochmal machen. Oder den Turm. Es ist ja kein richtiger Dungeon. Ich meine, es sind ja nur massenweise Gegner, die uns hintereinander angreifen. Das kann man nicht wirklich als Dungeon bezeichnen. Vor allem praktisch ist es, wenn die Gegner unter einem sind und man sie eigentlich nicht mit seinem Haar angreifen kann. Dann kann man einfach, ja, den Pikenball aktivieren und er macht einem das Leben wesentlich einfacher. Und ja, ich merke, ich stelle mich nicht so besonders clever an. Ich nehme ziemlich viel Schaden, aber ich habe ja noch 2 Energy Drinks, da wird das schon gehen. Und zwischendurch tauchen hier ja auch mal Herzen auf. Also ist die ganze Sache nur halb so wild. Und ja, wie ihr euch schon wahrscheinlich gedacht habt, werden wir hier das nächste Siegel finden. Wird es einen großen epischen Endgegnerkampf geben? Wir werden sehen. Der Squid Baron, der war ja nicht so schwer. Naja, was sage ich, der hat mich fast gekillt. Von wegen, der war nicht so schwer. Ich hatte nur noch ein halbes Herz am Ende übrig. Aber ja, wenn hier wieder was kommt, ich bin gewappnet. Ich habe einen Drink für Magie, ich habe 2 Drinks für meine Gesundheit. Ich denke mal, dass ich da ganz gut davonkommen werde. So, ab und zu gibt es auch mal eine Ebene, wo keine Gegner sind. Da muss man dann einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen. Auch kein Problem. Jetzt würde ich allerdings gerne noch ein bisschen Magie finden. Weil davon kann ich nie genug haben. Vor allem, weil der Pikenball super nützlich ist. Wir können ihn auch nochmal upgraden. Dann können wir 3 davon um uns herum kreisen lassen. Aber die verbrauchen dann dementsprechend auch sehr viel Magie. Ach, und die Ritter sind wieder da. Die habe ich ja gar nicht vermisst. So, geht die Tür auf? Yep. Schnell den Pikenball deaktivieren, weil das nimmt sonst nur unnötig Magie weg. Und jetzt könnte ich echt eine Magieflasche gebrauchen. Ja, danke schön. Das Herz nehme ich natürlich auch mit. Und ich würde mal sagen, wir liegen noch ganz gut in der Zeit. Wir haben jetzt auch immer noch 3 Minuten und sind auf Etage 6 angekommen. Und hier sind nur Blobbys. Och, Mensch, vor denen muss ich doch keine Angst haben, oder? Anscheinend doch. Sie spritzen mit grünem Glibber um sich. Das ist nicht gerade prickelnd auf meiner zarten Haut. Bam! Ah, vielen Dank. Magie und Herzen und Zeit. Zeit ist gut, denn Zeit ist Geld. Und von Geld kann ich nie genug haben. Weil so viel habe ich nämlich auch gerade nicht. Ich gehe gerade wieder auf die 400 zu. Und angesichts der Tatsache, dass ich noch einiges kaufen muss, könnte ich durchaus ein bisschen mehr haben. Moment, auf der anderen Seite sind natürlich noch welche. Kürbisgegner! Mein Gott, und sie explodieren natürlich wieder. Ja, ich weiß, ich nehme Schaden. Aber wie gesagt, es tauchen immer wieder Herzen auf. Ich habe ein paar Tränke dabei. Ich denke mal, mir kann nichts großartig Schlimmes passieren. Und diese Einstellung wird mich bestimmt früher oder später ins Grab befördern. Sehe ich jetzt schon kommen. Ich hoffe nur, wenn ich hier runterfalle, ist das Spiel nicht sofort vorbei. Ich bin noch nie da runtergefallen und ich möchte es auch nicht ausprobieren jetzt. Weil am Ende dürfen wir dann alles normal machen. Und yay, 2 Magieflaschen. Das ist natürlich jetzt ideal. Weil ich glaube, wir nähern uns auch langsam der Spitze des Turms. Ich meine, die haben 11 oder... Die Kampfturms haben 11 oder 12 Etagen. Oh, meine gute Leute, ihr lieben Übersetzer. Es ist wirklich schön, dass das Spiel deutsch ist. Freut mich wirklich sehr. Aber wenn da solche blöden Fehler sind... Ich meine, klar, niemand ist perfekt und so. Fehler können passieren, ist klar. Aber das sind Sachen, die müssen echt nicht sein. Zum Beispiel, wie ich mich hier oft treffen lasse. Das muss auch eigentlich nicht sein. Aber ich habe ja ein Zeitlimit, deswegen muss ich ein bisschen Gas geben. Jetzt konnte ich aber echt 2 Herzen gebrauchen. Ja! Gut so. Noch mehr Zeit. Wir liegen immer noch über 3 Minuten. Ach, die Ritter. Die lieben, lieben Ritter. Und ich meine, hier kommen gleich noch 2 weitere und einer in Blau. Und der in Blau hält natürlich noch ein bisschen mehr aus als seine roten Kameraden.
Weil Blau die viel schönere Farbe ist. Deswegen ist er stärker. Ihr alle, die sagt, Rot ist schöner, ihr habt Unrecht. Sage ich jetzt einfach mal so. Und, yep, das ist der Totenschädel. Das heißt, wir sind auf der letzten Etage angelangt und wir haben noch knapp 3 Minuten. Also denke ich doch mal, dass wir diese kleinen Blobs hier mal relativ fix ausschalten werden und dann haben wir es geschafft. Natürlich nicht, weil da noch mehr Gegner spawnen. Was wäre denn das, wenn hier einfach so ein paar Blobs die letzten Gegner wären? Würde ich aber echt mein Geld zurückhaben wollen. Meine 20 Rubine dafür, dass man dann nur ein paar Blobs am Ende besiegen kann, das ist schon ziemlich mager. Aber wie man sieht, tauchen hier weitere gemeingefährliche Gegner auf. Und ich sollte vielleicht mal meinen Pikenball ein bisschen sparen. Und vielleicht sollte ich mich mal bei Gelegenheit heilen. Ja, die Blauen schießen immer 3 Pfeile. Muss man sehr vorsichtig sein. Die Golems, oh Gott, ich sollte mich heilen, ich sollte mich heilen, ich sollte mich auf jeden Fall heilen. Chantal, heil dich. Dankeschön. Das hätte durchaus in die Hose gehen können. Wenn der jetzt noch zugeschlagen hätte, dann wäre ich weg gewesen vom Fenster. So, jetzt haben wir noch 2 blaue Ritter und ich meine auch, das sind die letzten. Ja, Spoiler, es gibt hier leider keinen Endgegner. So schade das auch ist, aber diese Gegnerschar, die muss anscheinend reichen als Endgegner. Jetzt pack dein Schild weg, machen wir es kurz und schmerzlos. Yay! We did it! We are so awesome! Und rich. Jetzt sind wir richtig rich. Naja, wir waren schon mal reicher, aber 477 ist nicht zu unterschätzen. Ah, das magische Siegel. Ich komme zu dir. Oh yeah. Magic Moment bei Chantal. Damit haben wir schon 2 von 3 magischen Siegeln gefunden. Und irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass Risky Boots gleich wieder auftauchen wird. Fragt mich nicht, wie ich darauf komme. Ist einfach mal wieder so ein Gefühl. Sieht so aus, als hätten wir eine Gewinnerin. Mal sehen, was du dort oben gefunden hast. Was ist das? Ein magischer Riegel? Ich dachte, der Ammo-Baron würde da oben nur wertvolle Schätze aufbewahren. Nur schrottiger Schrott. Verflixt, das ist peinlich. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir haben da oben auch noch anderes Zeug. Richtig wertvolle Sachen. Irgendwas, was irgendwas wert ist. Du kannst jederzeit wiederkommen und ich versorge dich mit ein paar echten Preisen, mit denen man auch etwas anfangen kann. Wir speichern deine besten Läufe und so, sodass es die Mühe auch wert ist. Und damit du es mir nicht übel nimmst, gebe ich dir das hier. Den Waldschlüssel! Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben vor einiger Zeit eine Höhle gefunden und in dieser Höhle war eine verschlossene Tür. Dafür ist dieser Schlüssel. Keine Ahnung, wofür das ist. Sieht alt aus, wie ein Teil, das einen Waldgeist benutzen würde, um seine Uhr aufzuziehen oder irgend sowas. Nimm es ist deins. Danke, Barracuda Joe, du bist ein Lebensretter. Kuss! Sag dich einfach Kuss zu mir, ohne mich zu küssen. Sonst ist es nichts weiter als ein Wort, okay? Okay, Kuss! Du tust es schon wieder. Jetzt geh schon. Und schau auf jeden Fall in einem Speicherraum vorbei. Gleich vorne links. Jo, gleich vorne links ist gut. Jetzt kommt aber, glaube ich, erstmal Risky. Risky Boots. Ich dachte mir schon, dass du auftauchen würdest. Ich fürchte, ich habe bald keine Geduld mehr mit dir. Wieso gibst du mir nicht jetzt einfach beide magischen Siegel und bewahrst damit dich und deinen Onkel vor weiteren Unannehmlichkeiten? Niemals! Na gut, dann machen wir das auf die Hardtour. Am Ende werdet ihr beide um Gnade flehen. Du wirst schon sehen. Jo, sehen werden wir das dann in der nächsten Folge. Heißt, wir dürfen wieder in den Wald gehen und werden diesen Schlüssel einsetzen und gucken, was hinter der verschlossenen Tür auf uns wartet. Jetzt allerdings nochmal schnell zum Speicherpunkt zurück und gespeichert. Also, bevor ich es vergesse, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, ich freue mich auf euch. Bis dann.